Da ich unter anderem noch Feedback bekommen habe zu den ganzen GoPro-Videos, habe ich mir gedacht, ich mache doch mal noch, oder auch Fragen dazu bekommen habe, mache ich doch mal so ein kurzes Video, so ein Erklärbär-Video oder warum für mich die GoPro Hero 4 Session eigentlich die beste GoPro ist sogar. Wie gesagt, betrifft halt eben für meine Fälle. Macht für andere Fälle oder andere Einsatzzwecke wahrscheinlich mit Sicherheit ganz anders sein. Ich habe ja vorher die Hero 3 Black Plus gehabt. Mit der war ich auch sehr zufrieden. Die macht auch ein sehr gutes Bild. Die Hero 4, würde ich sagen, macht ein vergleichbares Bild. Ich würde jetzt nicht sagen, besseres Bild. Ich bin da nicht so ein Foto- oder Überfetischist so ungefähr. Kommen wir aber mal zu den kleinen Details, warum diese Kamera für mich zumindest die beste GoPro aller Zeiten ist. Zum einen, weil sie in einem Gehäuse schon kommt. Das heißt, man muss also nicht noch ein extra Gehäuse haben, um weil das Ding wasserdicht zu machen. Sie ist von Haus aus, ist sie einfach schon 10 Meter wasserdicht. Hat hier an der Seite so eine kleine Klappe. Moment, ich mach die mal eben auf. Da sieht man nämlich auch so eine Dichtung drin. Mal gucken, ob man das zeigen kann. Genau, da ist nämlich so eine Dichtung hier schon drin. Da kommt dann Mini-SD-Slot drin halt eben und USB-Anschluss. Dadurch ist die 10 Meter halt eben wasserdicht schon. Der allergrößte Vorteil ist aber, dass das Ding einfach nur mörderklein ist. Das Ding ist nochmal boah, ich würde sagen, ein Viertel kleiner. Ich weiß, wir müssen mal die genauen Spezifikationen habe ich jetzt gerade nicht im Kopf so ungefähr. Was für mich das aber absolute Killer-Feature ist, ist halt eben, weil ich es unter anderem auch am Quad brauche. Sieht man das Ding so gut wie gar nicht, denn das Ding ist einfach nur noch so klein hier dran. Das heißt, man kann die auch komplett schon hier so dran biegen und hat da nicht erstmal noch so einen Winkel und dann hier und dann so einen großen Kasten dran. Das ist natürlich echt am geilsten bei dem Ganzen. Hinzu kommt noch, dass das Ganze mit diesem Gehäuse viel einfacher und viel schneller, finde ich, zu demontieren ist, denn das ganze Gehäuse an sich ist nur noch hier so ein Gerippe nur noch. Mehr ist das gar nicht. Ne, die wird einfach nur hier stumpf reingeschoben. Zack, zack. Fertig. Also das ist erheblich schneller als es bei der bei diesen Unterwassergehäusen ist. Fand ich das sehr gut. Dann kommen wir mal, warum ich die auch immer noch besser finde, halt eben, weil sie halt eben ja logischerweise schon wasserdicht ist. Das heißt, ich habe nie Panik, ich muss also nie ein anderes Gehäuse verwenden, ich muss nicht die Skeleton Door verwenden oder sonst was. Das finde ich sehr, sehr geil. Und wenn man sie wirklich mal unter Wasser braucht, wie ich sie jetzt auch in der Waschmaschine zum Beispiel hatte, oder man geht am See schwimmen im Freibad oder weiß der Geier was, das Geile ist halt eben, man hat immer besseren Sound. Denn wenn ich unter Wasser oder im Regen filme, habe ich grundsätzlich einen scheiß Sound, weil ich ja dann dieses Zugehäuse bei den normalen GoPros habe. Das habe ich bei dieser ja nicht. Denn diese ist wohl so konstruiert, dass die Lautsprecher, das hört man bei diesem Waschmaschinenvideo auch, sobald das Wasser weg ist, also sprich, sobald man aus dem Wasser wieder auftaucht, also es wäre wahrscheinlich auch im Schwimmer oder sonst wo, ist sofort wieder 100% Ton da. Das ist auch mit eins der Killer-Features überhaupt. Also wie gesagt, einmal der Baufaktor, einmal das, ja, der Sound sehr gut ist. Und das Geile ist halt eben, mal eben gucken, mal anmachen. Dass ich die mal zeigen kann. Man macht die einfach man hat praktisch zwei Knöpfe zwar, aber ein Knopf eigentlich nur. Man macht sie an. Und dann filmt sie auch so schon sofort los. Und wenn man nochmal drauf drückt, geht sie einfach auch wieder aus. Das heißt, man muss also nicht, ja, wie bei der anderen GoPro, die GoPro erst anmachen, eventuell den Filmmodus oder den Fotomodus suchen. Klar, das müsste man hier dann eventuell auch umstellen. Sondern das heißt, das ist echt einfach nur One-Click, also sprich ein Klick, anmachen. Sie geht an und nimmt auf und nochmal drauf drücken. Sie geht aus sofort und stoppt auch die Aufnahme. Total genial, finde ich das. Dann hat sie hier noch so einen Mini-Knopf hier nach unten. Damit kann man dann, Moment, jetzt muss ich mal eben gucken, kann man dann diverse Einstellungen machen. Ja, wenn man ein paar Mal drauf drückt, dann kann man hier halt eben rumschalten. Also sprich mit WLAN an und aus und sowas alles. Und die restlichen Kleinigkeiten, die kann man auch über die App, die auch, ja, die normale GoPro-App sollte ja geben. Also da gibt es keine spezielle App, die sollte ja jedem geläufig sein. Genau. Und deswegen ist sie für mich eigentlich, wie gesagt, und weil sie sehr schön klein ist, halt eben das Geilste. Das Geile ist halt eben auch, ich habe ja noch diesen Headstrap. Das heißt, sie fällt hier oben, das ist eigentlich wurscht, aber sie ist halt eben nochmal vom Gewicht her viel leichter. Und wenn man mal schnell was drehen will, kann man sie auch einfach in den Mund nehmen und was zeigen. Ja. Das geht mit den anderen GoPros nicht mal annähernd. Also, oder man ist ein Breitmaulfrosch ungefähr. Deswegen hat diese GoPro, die Hero 4 Session, für mich einige Features, die ich erheblich besser finde als bei den anderen. Wie gesagt, jeder mag einen anderen Einsatzzweck haben, aber für mich ist sie eigentlich so die geilste. So, jetzt hoffe ich, dass ich die meisten Fragen beantwortet habe. Wenn nicht, könnt ihr sie in die Kommentare reinkritzeln, falls noch mal Fragen offen sind. Gibt es auch Nachteile? Ja, gibt es auch. Es gibt keinen wechselbaren Akku, das heißt, der Akku ist fest verbaut.
muss immer per USB geladen werden. Dieser hält aber, ich weiß jetzt, ich habe es noch nicht ganz ausgereizt, soll angeblich 2 Stunden, 18 Minuten oder gar noch länger. Ich weiß nicht, ich mache es hier mal eben an, dann kann ich ja mal eben gucken, was der Akku hier sagen würde. Der ist ja jetzt gerade frisch geladen. Zeig ich dir was an? Nee, zeig ich dir nicht an, wie lange. Wurscht. Müsste ich nachgucken, ob der Akku länger hält. Aber für mich ist der Einsatzzweck auch so gedacht, dass die Kamera halt eh immer nur eine halbe Stunde oder so maximal laufen soll, weil ich sie halt eben nur für Actionaufnahmen brauche. Denn wenn ich andere Aufnahmen machen will, also sprich richtig mit Gespräch, so wie jetzt hier, dann nutze ich sowieso meine Canon G7X, also nutze ich ja eh eine andere Kamera, oder ich habe noch meine Nikon, von daher was anderes. So, jetzt aber endlich Ende. Ihr kennt das, ab in die Kommentare mit, wenn ihr irgendwas fragen wollt oder wissen wollt. Und das Weitere klären wir im nächsten Vlog. Und ciao. Achso, kleiner Tipp noch am Rande. Wer auch so ein Angsthase ist wie ich und halt immer Panik hat, dass er das Ding mal komplett verliert, dann hat man nämlich eigentlich die A-Karte, weil während der Fahrt das Ding, was ich bei 100 einfach mal abhanden kommt, habe ich hier einfach einen Schnürsenkel genommen. Ja, den habe ich hier um die Halterung gewickelt und auf der anderen Seite eigentlich logischerweise mit dem Helmgurt verbunden. Geht beim Auto auch. Das heißt, wenn man das Ding aufs Dach macht, könnte man das Ding, was ich, durch das Fenster unter die vom Fensterrahmen halt eben beim Auto festmachen. Ist immer noch ein guter Tipp, falls man diesen Halterung nicht irgendwie mal misstraut oder man doch ein bisschen schneller fährt. Also was ich, wenn man 150, 200 auf der Autobahn fährt, wäre mir das immer zu risikoreich oder beziehungsweise auch zu teuer, wenn die Kamera dann den Abflug macht. Deswegen einfach mal dieser kleine Hinweis am Rande.